Ja, ob ich vielleicht einfach wieder in Richtung Präeklampsie gehe. Ich dachte, die schneiden ein Bein von ihr ab. Todesangst um Juna und meine Frau gehabt. Und dieses Mal hatten wir einfach dieses Gefühl, Ja. das war Ja, unbeschreiblich. das war War komplett unbeschreiblich. Ja. langweilig. Sind wir da? Wir sind da. Sind wir da? Wir Wir sind sind da. mehr als da. Wir sind Zweifacheltern. Frisch gebackene Zweifacheltern. Ja. Was geht ab, Team Tapia? And welcome back zu einem neuen Video. Zu unserem Geburtsbericht. Ich hatte überlegt, wie wir den nennen. Und ich würde ihn tatsächlich nennen, ein relativ positiver Geburtsbericht. Warum Relativ, relativ? relativ, weil wir uns eigentlich die Geburt, wie es üblich ist, eigentlich anders gewünscht hätten. Und sie Aber sehr unerwartet kam. sie war trotzdem Positiv. durch und durch Genau, positiv. das meine ich. Naja, es gab ja trotzdem einen Punkt, wo wir jetzt gleich Ich kommen. hätte das Video genannt, die positive Bauchgeburt. Positive Bauchgeburt. Das ist mir wieder zu melancholisch irgendwie. Die Posi. Schreibt Naja, ihr. müssen wir uns doch mal Ja. Gedanken drum machen. Wenn ihr dieses Video gerade seht, werdet ihr ja schon wissen, wie wir es genannt haben. Genau. Also für alle, die neu sind, mein Name ist Johnny. Das ist meine wunderschöne Frau Jodie. Das ist unser zweites Kind, Baby Jay. Den Namen erfahrt ihr schon sehr bald. Einige Ein vielleicht. Junge, Genau, ein ein Mädchen Junge. haben wir schon, Ein unsere Mädchen haben wir schon, Juna. 3 Jahre alt. Und die erste Geburt, das möchte ich kurz erwähnen, weil das bestimmt auch öfters in diesem Video vorkommen wird, war für uns sehr traumatisch. Traumatisch. Das Video verlinken wir euch sehr gerne, ist mittlerweile, wie gesagt, knapp über 3 Jahre her. Deswegen haben wir halt einen Vergleich, den wir jedes Mal mit dieser Geburt irgendwie ein bisschen ziehen. Ja. Man vergleicht Und automatisch. genau, automatisch halt so ein bisschen und hat ja halt schon so einen Wunsch, dass es definitiv Ja. positiver wird, Ja. nachdem was passiert ist. Aber das ist es auch geworden. Das ist es auch geworden. Auch wenn die Geburt absolut So nicht geplant war. und mega aus dem Nichts kam. Aber kommt eine Geburt nicht immer irgendwie, also es ist irgendwie immer anders, als Ja, man das ja. geplant hat. Schreibt mal bitte in die Kommentare direkt zu Anfang, wie war es bei euch? Kam eure Geburt wirklich so, wie ihr es euch vorgestellt habt oder komplett anders? Und wenn ihr uns unterstützen wollt hier auf dem Kanal, lasst direkt ein Abo da, ein Like, wenn euch das Video gefällt. Und bevor wir aber jetzt loslegen, stellt mal gern eure Fragen zu der Geburt, zu der In die Schwangerschaft Kommentare. jetzt in die Kommentare, denn wir wollen ein Q&A abfilmen. Wo fangen wir an? Ja, das ist eine gute Ja, Frage. also ich würde. Sorry, wenn ich dich Nee, unterbreche. alles Eig gut. eigentlich ist Es es ist ja, dein eigentlich ist Geburtsbericht. es genau, das wollte ich gerade sagen. Ne? Unser, unser. Unser Geburtsbericht. Ne? So, ich habe eine Idee, wo wir anfangen, weil ich finde, das gehört zu der Geburt mit dazu. Die ersten Wochenenden, wo du extrem starke Wehen hattest. Ja. Vor 3 Wochen ungefähr, ne? Ja. Fing es an. Genau, vor 3 Wochen ungefähr fing das an. So, das war dann die 38. Schwangerschaftswoche, wo ich, oder ja, in der 38. Schwangerschaftswoche, wo ich dann gemerkt hatte, ah, okay, sind das jetzt Senkwehen oder sind das schon Eröffnungswehen? Also es waren sehr starke Wehen und ich habe mir erst gedacht, okay, sind bestimmt Senkwehen, ging dann tatsächlich auch wieder weg, deswegen dachte ich, okay. Sind Senkwehen. Ich hatte danach auch wirklich einen deutlich tieferen Bauch Deutlich. und Das heißt, da hat man echt gesehen, auf ja, einmal war der Bub unten und dein Ischias-Beschwerden waren meine auf einmal. Ischiasbeschwerden waren auf einmal weg, mein Ja. Sodbrennen etwas besser Ja. und dann irgendwie 2 Tage später oder so hatte ich das genau das gleiche wieder und dachte, ja, ist das wieder Senkwehen und so zog sich das über mehrere Tage hinweg, dass ich immer mal wieder starke Wehen hatte und dann gingen sie wieder weg. Dann hatte ich einen Frauenarzttermin. Und dort hat sie meinen Muttermund überprüft und da hatte ich schon Gebärmutterhals verstrichen und 2 cm Muttermund. Ja, und wir dachten tatsächlich, ich glaube, der Termin war direkt am Montag, glaube ich, nach dem Wochenende, wo Ja, das war, ne? genau. Wir dachten okay, am Wochenende schon, okay, so jetzt geht's los. Ich war so schon vorbereitet, habe so meine Mutter angerufen, Ja. alarmiert so, ey, nimm Juna bitte bei Zeiten, nur dass du am Handy bist, auch Ja. abends und Und dann so. war ich schon richtig enttäuscht, als sie dann einfach wieder wegging. Ja. Aber ich war froh, dass zumindest 2 cm, also dass sich ein bisschen was getan hat. Ja. Ne? Ja, aber diese 2 cm haben mir letztendlich auch nichts gebracht. Tatsächlich, denn es sind dann nochmal, glaube ich, jetzt dann 2 Wochen vergangen oder 2 Wochen sind anderthalb, nochmal ja, vergangen, genau. genau. Wo ich halt einfach damit rumgelaufen bin. Die Ja. Ärztin meinte auch, dass es nichts Ungewöhnliches ist. Das Ja. kommt durchaus vor. Mein Schleimfropf ist auch abgegangen.
muss man dazu sagen. Stimmt, ja. Genau, aber das kommt wohl auch vor und so saßen wir ein wenig auf heißen Kohlen. Genau, und dann jetzt gerade die letzten Tage vor der Geburt, die letzten 2-3 Tage, ging es dir auf einmal schlechter? Mir ging es einfach generell vom Grundsätzlichen her einfach ein bisschen schlechter. Ja. Also ich hatte schon eine Erkältung und die Erkältung wurde irgendwie schlimmer und mein Allgemeinbefinden rutschte so ein bisschen in den Keller. Ich habe dann auch gemerkt, dass ich besonders nachts schwitze, also deutlich mehr geschwitzt habe. Schon fast Temperatur. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass ich Temperatur hatte. Ja. Meine Blutdrücke waren nicht mehr so toll und ja. Zu der ersten Geburt. Das Ganze hat leider Gottes in einem Krampfanfall geendet. Jody hat Epilepsie, wie nennt man das? Ja, also es kommt jetzt gerade nicht vor seit mehreren Monaten, dass ich mal einen Anfall habe. Genau, und genau, also es ist wirklich sehr selten. Es war tatsächlich eher in meinem Teenager-, jungen Erwachsenenalter präsent. Aber ich hatte, während ich Juna bekommen hatte, einen Krampfanfall. Und damals wurde das Ganze auf meine Epilepsie-Diagnose abgeschoben, so ein bisschen. Ja. Aber im Nachhinein habe ich beim Gespräch in meiner neuen Geburtsklinik, also wir hatten uns eine neue Klinik ausgesucht, weil wir uns nicht mehr so wohl gefühlt hatten, nochmal in die damalige zu gehen, einfach weil wir dieses traumatische Erlebnis dort hatten, wurde mir dann gesagt, dass laut meinem Mutterpass und laut dem Arztbericht vom damaligen Krankenhaus. Deine Blutauswertung auch, deinen ganzen Daten. Genau, also der Chefarzt hatte dort meine ganzen Daten und was halt damals so passiert ist, hat er gesagt, er würde eher meinen, dass mein Krampfanfall unter der Geburt nicht der Epilepsie zuzuschulden ist, sondern dass das Ganze eher eine Präeklampsie war. Also ist das eine Schwangerschaftsvergiftung? Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ja, ich glaube aber schon. Schwangerschaftsvergiftung ist ein Überbegriff, glaube ich, für derartige Dinge. Auf jeden Fall ist eine Präeklampsie meistens mit hohem Blutdruck, Eiweiß im Urin, Kopfschmerzen, Temperatur und Krampfanfall enden, im Worst Case. Hier stehen nur Symptome, aber in Verbindung mit Schwangerschaftsvergiftung. Ja, wenn ihr es wisst, dann schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wie gesagt, also ich hatte all diese ganzen Indikationen. Also ich hatte damals schon hohen Blutdruck, ich hatte damals schon Eiweiß im Urin. Und darauf wurde, ehrlich gesagt, da hat keiner nie was gesagt. Weder in der Klinik, noch beim Frauenarzt. Und auch den Frauenarzt hatten wir in der Zwischenzeit. Den Frauenarzt habe ich auch gewechselt, genau. Zweiten Kind, genau. Weil laut Mutterpass waren da auch meine Drücke die ganze Zeit nicht gut. Also hätte man vielleicht einfach schon viel früher reagieren können. Ja. Genau. Aber ist jetzt mal dahingestellt, ist Schnee von gestern. Erste Geburt ist ziemlich dramatisch deswegen geendet, in einem Notkaiserschnitt, bei dem ich nicht wach sein konnte und aufgrund dessen, dass ich gekrampft habe und Krampflöser brauchte, ich meine Tochter erst 12 Stunden nach der Geburt zum ersten Mal sehen durfte und daraufhin... Das war heavy. Ich hatte Probleme, sie anzunehmen, Anpassungsschwierigkeiten und letztendlich auch eine Wochenbettdepression. Mhm. Und das Ganze hat mich einfach so, es hätte, glaube ich, jeden einfach so für lange Zeit geschädigt, sage ich jetzt mal, dass ich natürlich Angst beziehungsweise, keine Angst, aber großen Respekt vor der zweiten Geburt jetzt hatte und deswegen hatte ich mir sehr gewünscht, dass ich dieses Mal spontan entbinden kann und keine Einleitung brauche. Das muss man auch noch dazu sagen. Ja. Bei Juna, bei der ersten Geburt, bin ich weit über den ET gegangen. Genau, 41 plus. 41 plus 2, glaube ich. Mhm. Und das heißt weit über den ET. Vier Tage wehen, 3 verschiedene Einleitungsmethoden, was alles eigentlich hätte so nicht sein sollen, aber wir gehen jetzt zu weit auf die Geburt ein. Wurde eingeleitet und letztendlich ist es dann im Krampfanfall und haben wir ja gerade schon gesagt. Und deswegen hatte ich dieses Mal mit dem Arzt der Geburtsklinik besprochen, dass bei
ihm nicht eingeleitet wird, einfach aufgrund meiner medizinischen Vorgeschichte, dass es nicht sinnig ist, bei mir einzuleiten und dass ich 7 Tage über ET gehen darf. Maximal. Ja. Und dann würde ein geplanter Kaiserschnitt erfolgen. Jetzt ist es aber trotzdem ganz anders gekommen. Genau, der 14. Dir ging es ja schon einige Tage davor irgendwie schlechter. Deine Erkältungssymptome wurden schlimmer und am 14. saßen wir morgens früh am Tisch. Genau. Und da habe ich schon in deinen Augen gesehen, dass Jodie gar nicht gut drauf war. Also sie hat schon teilweise schon vor lauter Erschöpfung ihre Augen ein bisschen schwindelig, Augen verdreht. Und da hatten wir aber zum Glück, man muss echt sagen, zum Glücklicherweise hatte ich an dem Tag einen Frauenarzttermin. Nee, einen Tag vor ET, 15. wäre nämlich der ET gewesen. Ja, genau, ja. Weil mir war schwindelig schon den ganzen Tag. Ich hatte Kopfschmerzen, hatte so ein bisschen, ja, so Sternchen vor den Augen. Ja. Wie sich dann beim Frauenarzt rausgestellt hatte, hatte ich auch Temperatur, 38,6. Dann hatte mein Blutdruck war auch nicht in Ordnung und ich hatte Eiweiß im Urin, also wieder sehr viele Symptome. Dieser Präeklampsie. Genau, Präeklampsie. Und ich hatte Oberbauchschmerzen. Ja. Das kann auch mal sein, ich hatte sehr starken Husten durch meine Erkältung, kann dadurch auch sein, aber die Frauenärztin meinte, ich soll zur Abklärung bitte einmal in die Klinik fahren, dort wird einmal eine Blutprobe genommen und einfach geguckt, ob ich vielleicht einfach wieder in Richtung Präeklampsie gehe. Beziehungsweise der Verdacht lag auch auf einer Schwangerschaftsvergiftung. Ja, genau. Genau. Ja. Schwangerschaftsvergiftung. So, dann bist du in die Klinik gegangen und... Dann bin ich in die Klinik gegangen, haben sie mir erstmal Blut abgezapft, erst auf der einen Seite, dann noch auf der anderen Seite, weil sich die Schwester nämlich an meiner Nadel gestochen hatte, und dann musste ich nochmal Blut abgenommen. Das war genauso bei der ersten Schwangerschaft auch, wo Juno schon geboren wurde, da kamen die rein, haben glaube ich 6 oder 7 Mal bei der... Ja, aber da haben sie das gemacht, weil ich hatte schlechte Venen, mir ging es ja nicht gut. Hatte ich einmal schlechte Venen, aber diesmal musste ich 2 Mal Blut abgenommen bekommen, weil die sich gepiekst hat und dann müssen sie... kontrollieren, Hepatitis, ob ich auch keine Hepatitis oder HIV habe oder so. Aber ich hatte ja eh schon so einen schlechten Kreislauf an dem Tag und dann ging es mir gar nicht gut. Also ich war kurz davor, einen Klappmann zu machen, haben sie mir noch Kekse gebracht und hier Traubensaftschorle, dass ich wieder schneller ein bisschen... Schneller Zucker, schnelle Energie. Genau. Ja. Und währenddessen haben wir auf die Blutergebnisse gewartet. Die waren dann eigentlich auch ich wurde dann zur Ärztin gerufen, sie hat noch einen Ultraschall gemacht, hat noch gesagt, dass beim Kind alles gut ist, die Herztöne wurden noch gemessen, also CTG habe ich noch bekommen, das war auch soweit gut, da hatte ich ein paar Wehen drauf, aber noch nicht Geburtswehen. Und dann meinte sie so, jetzt warten wir das Blutergebnis, dann kam das Blutergebnis. Und jetzt will ich kurz einhaken, währenddessen war ich zu Hause mit Juna. Ja. Weil ich noch nicht wusste, können wir jetzt mit, kann ich mit, soll ich Juna zur Oma bringen? Oder deine Mama hatte auch so kurzfristig auch keine Zeit, sie direkt zu nehmen. Genau, und an dem Tag, am 14., wo du beim Frauenarzt warst, kam sogar noch die Schnullerfee. Währenddessen haben wir die Polizeistation, die Schnullerfee gebracht hat, aka Mama und Papa, die steht apropos gerade neben uns, gebracht. Ich sie am Aufbauen, das ist das Einzige gewesen, was mich abgelenkt hat in irgendeiner Art und Weise. Währenddessen saß ich beim Arzt und habe meine Blutergebnisse bekommen und die Ärztin meinte dann, meine Entzündungswerte sind zu hoch und generell ist sie damit gar nicht zufrieden. Sie geht mal ganz kurz mit ihrer Vorgesetzten sprechen und dann würden wir beschließen, wie es weitergeht. Und ich bin davon ausgegangen, gut, im Worst Case bleibe ich eine Nacht. Ich bin voll davon ausgegangen, dass die mich halt eine Nacht kontrollieren. Und dann kommt sie zur Tür rein und hat gesagt, so, wir machen jetzt einen eiligen Kaiserschnitt. Das muss sein, denn alle meine Werte sprechen für diese Schwangerschaftsvergiftung oder für diese erneute Präeklampsie oder Eklampsie. Irgendwie so hat sie das dann gesagt. Und ich war so, okay, alles klar. Und dann meinte sie, wir könnten sie auch einleiten, aber... Das sieht sie auch nicht für sinnvoll an und das hatten wir eigentlich schon im Vorab gesprochen, dass das keinen Sinn macht. Hätten wir sowieso dankend abgelehnt, definitiv. Ja, also nach dem, was wir da erlebt haben bei diesen Einleitungen, danke, nein. Ja. Und dann, also wir wollen aber niemandem Angst machen, der eine Einleitung bekommt. Ja. Einleitungen können durchaus auch positiv verlaufen. Sorry, das stimmt. Mal unter dem Aspekt,
der Epilepsie und das, was passiert ist. Man muss sagen, bei der ersten Geburt, bei unserer Tochter, wurde Jodie eingeleitet und sie hat unter der Einleitung aufgrund des Stresses fast einen Krampfanfall bekommen. Das habe ich in den Augen gesehen. Deswegen möchte ich jetzt während sagen, der Einleitung während der einen Methode. Während der einen Methode. Deswegen, ne, wollen wir euch keine Angst machen. Das ich ist hatte nochmal ja anderes. Drei Methoden. Genau, sie hatte drei Methoden. Das ist oder mal ein vier? Ander, drei, glaube ich. Aber das ist mal ein anderes Thema, deswegen. Ja. Auf jeden Fall meinte sie, dass es medizinisch notwendig ist und aus gesundheitlichen Gründen für mich und für den kleinen Mann das Beste wäre. Und dass das jetzt als eiligen Kaiserschnitt erfolgen würde, bedeutet jetzt direkt und ich möge doch bitte meinen Mann direkt anrufen und fragen, wie schnell er hier sein kann, damit der OP vorbereitet werden kann. Und ich stehe hier mitten im Raum, so gerade alles aufgebaut, so ein bisschen auf meinem Leben klarkommen, habe gerade so ein Instagram-Story abgefilmt, auf einmal klingelt mein Telefon, Judy so, Schatz, die wollen jetzt einen Kaiserschnitt machen, wann kannst du hier sein? Und ich so, wie bitte? Was? Und sie wollte von mir die ganze Zeit eine Zeit, weil sie wollte im OP Bescheid sagen. Ja, und ich so Google Maps, so wie ich lange so, brauche ich dahin? Oh, jetzt. Die sagt schnell, schnell, schnell. Apropos, ich habe ja das Video dann noch gefilmt, hin zum Kaiserschnitt. Link auch gerne in der Beschreibung, schaut sich das an. Und dann meinte die Ärztin zu mir, also er soll jetzt keinen Unfall bauen, aber er soll schon zügig herkommen. Und dann habe ich gesagt, okay, halbe Stunde. Die halbe Stunde war aber zu kurz, Juna zu meiner Mutter zu bringen. Deswegen haben wir sie zu guten Freunden, habe ich sie zu guten Freunden gebracht, hier bei uns gegenüber. Max und Nina, sie kennt die. Nochmal danke, falls ihr das seht. Genau, vielen Dank dafür. Wirklich, die haben uns sehr geholfen. Ja. Nina war sogar so lieb. Oder nee, ich bin mit dem Taxi gefahren. Später hat sie es jetzt gerade, hat sie uns das Auto geliehen. Genau. Ich bin dann mit dem Taxi gefahren, weil ich viel zu nervös war. Hatte auch noch diese zwei riesen Taschen, also die Klinik- und die Wochenbetttasche, die hätten. Ja, was hast du alles reingetan? Du meinst die Kreißsaal? Genau. Bin dann los in die Klinik geeilt. Was ich alles reingetan habe, könnt ihr im Video zuvor sehen. Ja. Bin dann losgeeilt und bin dann relativ schnell hochgekommen. Wobei jetzt für mich hat das ewig gedauert. Für mich, ich dachte, was macht der? 45 Minuten waren was das. Was macht der? Dreht der noch irgendwelche TikToks? 45 Minuten waren das. Ja, das Thema war. Was er wirklich gemacht hat? Ja, aber das habe ich ja gemacht. Also komme ich gleich dazu. Das Thema war, was mir wichtig war bei Juna, nicht meine Hektik auf sie zu übertragen, weil sie ist sehr empathisch, Kinder sind allgemein sehr empathisch, sondern ich bin wirklich auf Augenhöhe gegangen, bin runtergegangen auf die Knie, habe gesagt, Schatzi, schau mal, der Papa muss jetzt zu der Mama ins Krankenhaus. Es kann sein, dass dein Brüderchen zur Welt kommt und ich muss ihr da ein bisschen beistehen. Ich sage so, ich bringe dich jetzt zu Max und Nina rüber. Die kennst du ja, ne? Die mag sie ja auch sehr persönlich, sehr gern, spielt gern mit denen und war schon mal öfters bei denen. Habe ich gesagt, ob das für sie okay ist. Und sie meinte, ja, ist okay. Ich sage so, da kannst du auch deine Folge gern zu Ende schauen und sowas. Und dann meinte sie, okay. Und dann hat sie noch ihre Spielsachen eingepackt. Und das kann ich nicht. Da kann ich dem Kind nicht sagen, komm, Xi. Oh, Entschuldigung. Sorry. Ich kann nicht sagen, komm, sieh zu, komm, mach zu. Das wühlt das Kind auf. Deswegen hat es ein paar Minuten länger gedauert. Ja, alles gut. Hast es ja noch rechtzeitig geschafft. Genau, genau. Ja, währenddessen wurde ich von einer Hebamme einfach aufgeklärt und einfach für die OP vorbereitet. Mir so ein Hemdchen angezogen. Ich habe direkt schon krampflösende Mittel bekommen, aufgrund meiner Epilepsie. Und dann hieß es, wenn ihr Mann dann da ist, dann können wir anfangen. Ist okay. Dann saß ich da erstmal noch ein Weilchen. Ja. Und irgendwann kamst du dann auch zum Glück zur Tür rein. Und dann sind wir eigentlich, dann sind wir straight, direkt. Ja. Ich kam zur Tür rein, ich kam hoch in den, was war das, dieser Raum? Das war ein Kreißsaal. Das war ein Kreißsaal, genau. Kurz mit Jodie gesprochen, das gibt es ja auch in dem Video. Und dann hieß es schon so, okay, wir nehmen jetzt ihre Frau mit, sie ziehen sich bitte um. Ja. Habe mich dann umgezogen und dann wurde ich auch nochmal aufgeklärt von den Hebammen, die alle, also wirklich an das ganze Personal, super sweet, so herzlich, kompetent. So lieb, kompetent, wir haben uns so gut aufgehoben. Durch und durch. Und das hat uns beiden, glaube ich, auch sehr viel Kraft gegeben nach und der Ruhe. Ersten Geburt und Ruhe. Ja. So, dass es jetzt alles so unerwartet kam. Ich wurde umgezogen, habe mich umgezogen. Ich wurde umgezogen. Ja, genau. Mir wurde alles nochmal auch erklärt, der ganze Ablauf, damit ich weiß, was auf uns zukommt und auf mich auch vor allem auch zukommt. Und dann saß ich vor dem OP-Raum
Und die meinten schon, es wird nicht lange dauern, es fühlt sich aber an wie eine Ewigkeit. Ich sag so, okay, und dann konnte ich nicht ruhig sitzen, hab dann noch einen TikTok gedreht, noch ein Reel, hab ein bisschen Faxen gemacht. Ja. Währenddessen wurde ich betäubt und das war das Einzige, was ich als nicht so schön empfunden habe, dass ich bei der Betäubung, dass du da noch nicht dabei sein durftest. Ja. Genau, also ich durfte die Hand der Schwester drücken, während die mich halt untenrum betäubt haben. Also ich habe nur diese Spinalanästhesie bekommen, bedeutet von, also hüftabwärts halt nichts mehr zu spüren, aber oben noch alles mitzubekommen. Genau, und da wurde... Da spritzt man halt ins Rückenmark, soweit ich das jetzt verstanden habe, eben dieses erste Lokalanästhetikum und dann quasi die richtige Narkose halt. Ne? Mhm. Und während der, klar, so eine Nadel im Rücken ist halt nicht so geil, aber Wehen sind auch nicht geil. Also das ist jetzt, also meckern auf hohem Niveau. Aber ich hätte trotzdem gern gehabt, deine Hand drücken zu dürfen, als logisch, die der Schwester zu zerquetschen. Klar, vor allem war ich auch schon umgezogen. Ich glaube, es hätte noch zeitlich gepasst. Aber ja, die haben ihre Bestimmung. Es hat alles seinen Grund irgendwo. Alles seinen Grund. Genau. Und dann ist halt noch was passiert, aber das ist halt, weil das Ganze dann so ein eiliger Kaiserschnitt war. Ich hatte ja zuvor auch noch essen dürfen, Kekse und so noch bekommen. Und dann ging mein Kreislauf aber in den Keller. Und dann musste ich mich so übel übergeben, während dieses Anästhetikum angefangen hat zu wirken. Und ich hatte so einen unglaublichen Druck auf die Brust. Mir wurde schwindelig, mir wurde schlecht. Alles gleichzeitig. Ich habe Sterne gesehen. Und dann war aber der Narkosearzt zum Glück total lieb und hat das sofort gemerkt. Oder ich habe das ja auch geäußert, dass ich mich gerade wirklich gar nicht gut fühle. Musste mich dann ja auch übergeben. Und dann hat er mir, Gott weiß was, er wird es wissen, was gegeben und meinte dann, jetzt wird das gleich besser. Dann habe ich mich fertig übergeben und dann wurde es auch besser. Und dann durfte ich mich, dann haben die mir halt geholfen hinzulegen und das ist auch strange, wenn sie deine Beine so nehmen und so hochlegen und dich desinfizieren und so weiter. Du merkst nichts. Wie nasser Lappen. Ja. Dann testen die vorher natürlich noch, ob du noch was fühlst, kneifen dich und du kriegst noch so die Sprühen mit Desinfektionsmittel, glaube ich. Und du musst sagen, ob das kalt oder warm ist. Und ja, sobald du nichts mehr spürst, machen die dann halt... Die Schotten dicht, genau, einmal das Tuch so, hoch. Genau, bis hier war das so. Genau. Brust. Und dann kamst du auch dazu. Und kamst an meine Schulter, an meine linke Schulter und durftest halt meine Hand halten und halt einfach, bei mir sein. Genau, und dann ging der Spaß. Dann ging der Spaß los. Das Ganze hat, glaube ich, auch so 15 Minuten gedauert, aber es war halt eine Ewigkeit und es war auch, muss ich sagen, super strange. Du hast es ja auch währenddessen gesagt. Ich muss auch sagen, ich dachte, dass ich, also man macht sich ja vorher Gedanken, so was wäre, wenn es zu dem geplanten Kaiserschnitt kommt. Ich dachte, ich werde bestimmt nonstop heulen und traurig sein und aber das war gar nicht der Fall. Ich war irgendwie total gefasst und du hast es akzeptiert, glaube ich. Am Boden, nicht am Boden zerstört, sondern auf dem Boden geblieben und habe gewusst, das ist notwendig, damit es uns gut geht und Punkt. Und ich darf wach sein und das haben die mir vorher alles erklärt, ich darf ihn sehen und jetzt ist das ist okay so, weil es einfach so kommt, wie es jetzt gekommen ist. Und dann war ich eigentlich ziemlich ruhig und dann fing das an. Haben die mir auch im Vorfeld gesagt, dass es strange sein wird, weil das halt ruckelt. Alter, die haben geruckelt. Ich dachte, die schneiden ein Bein von dir ab. Als ob sie wie so einem Auto, Alter. Aber das war, also ich war so. Wusa. Danke für diesen wundervollen Vergleich. Sorry. Ich saß daneben und dachte mir dann so, okay, bleib ruhig, das hat alles seinen Grund. Ja. Keine Sorge, weil ich muss auch gestehen, ich hatte vor der Geburt. Große Angst, ihr müsst euch das so vorstellen, um euch mal meine Lage zu versetzen damals. Es war ein Notkaiserschnitt. Ich verliere die beiden. Ich war allein im Kreissaal, der war dunkel und ich habe wirklich Todesangst um Juna und meine Frau gehabt.
wirklich Todesangst. Dieses Gefühl wünsche ich niemanden auf der ganzen Welt, nicht mal meinem größten Feind oder so. So ein Gefühl hatte ich noch nie erlebt und man hat natürlich Angst, dass das in irgendeiner Art und Weise wieder passiert. Ich wusste aber immer, dass Angst einfach auch... Du hattest auch einen Geburtstraum. Genau, kann man nicht genau, sagen. Ganz genau. Aber ich weiß einfach und wusste immer, dass Angst einfach auch die schönen Gefühle einschränkt. Deswegen wollte ich diese Angst beiseite schieben und habe wirklich probiert, ruhig zu bleiben, durchzuatmen und einfach für Jody da zu sein und dem zu vertrauen, dass es alles seine Richtigkeit hat. Und dann kam der Moment, wo sie... Und dann haben die das Tuch runtergenommen und in dem Moment hat er auch schon geschrien. Und dann haben sie ihn hochgehalten und das war... Ich habe noch die Nabelschnur auch gesehen und dann, ihn kurz gesehen. Ja. Und dann wird er ja abgenabelt und dann geht er ganz kurz zur Kinderärztin oder zur Hebamme. Ja. Die schauen kurz, ob alles passt, aber ob er Anpassungsschwierigkeiten hat. Aber dieser Moment, Schatzi, wo wir ihn gesehen haben... Wir haben so geweint. Wir haben so geweint beide. Und die müssen sich vorstellen, das hatten wir davor nicht. Wir hatten das nicht. Wir hatten das nicht. Ich war ja nicht wach. Und ja, und ich war unter Schock, ich war unter Angst, ich hatte June in der Hand und ich habe nichts gefühlt, nichts einfach. Und das war dieses... Und dieses Mal hatten wir einfach dieses Gefühl, das war unbeschreiblich. Ja, das ist war unbeschreiblich. Ja. Das war echt schön. Das war echt schön, ja. Und dann ging er zwar kurz zum, aber das ist ja, die sollen ja ihre Arbeit machen, er soll ja gesund sein. Und dann haben sie ihn auch schon gebracht. Und dann durfte er direkt hier bei mir sein und ich durfte ihn küssen und ich durfte ihn streicheln. Ja. Das war schön. Das war toll. Das war schön. Natürlich hätte man sich das anders gewünscht. Der Narkosearzt hat noch ein Foto von uns gemacht. Genau, der hat ein Foto gemacht. Er hat mich nochmal drum gebeten, gefragt, ob es okay ist. Und sagst du, ja, mach ich gerne und so. Er hat es von sich aus Von sich aus, genau. Und also alles ist schöner als das, was passiert war. Ja. Und das hat unsere Erwartungen maßlos übertroffen, auch wenn es anders gekommen ist als gewünscht. Ja. Und dann durften wir wirklich kuscheln, bis ich eigentlich wieder, also bis sie fast fertig waren. Ja. Um 19.23 Uhr am 14. ist er zur Welt gekommen und ich war bis um 20 nach 11 noch da mit euch. Ja. Deswegen, also es war wunderschön. Du durftest richtig lange noch bleiben. Ich durfte eigentlich nur bis 8 hieß es, aber ich war noch voll lange da. Ja. Ja. Ja, ja, nee, an normalen Tagen. Bei der Geburt darfst du schon länger dabei sein. Das haben die mir schon gesagt. Ja. Und dann durften wir in den Kreissaal. Das war ja bei Juna auch nicht. Nee. Wir haben nicht mal einen Kreißsaal von innen gesehen. Da war so Juna und ich auf die Wochenbettstation, auf ein Einzelzimmer. Ich habe mich die ersten 12 Stunden um sie gekümmert und Jody auf die Intensivstation. Und bei Juna hatten wir auch während der ganzen Zeit, wo wir Wehen hatten, nicht einmal einen Kreißsaal gesehen, weil alle Kreißsäle voll waren. Ja, besetzt waren, stimmt. Ich wurde in irgendwelche Nebenzimmer, CTG-Zimmer, dann musste ich in das Zimmer, dann musste ich in das. Wir konnten nie ankommen, weil zwei Tage lang oder hin und her geschoben wurden. Und diesmal haben wir wirklich den Kreißsaal gehabt, wir hatten Zeit, wir konnten schmusen. Und es ging schnell. Es ging einfach schnell. Ich bin hin, eine halbe Stunde später gefühlt, bumm, war da. Ja. Dann hat die Hebamme noch diese U1, war das die U1? Nee. Nee, U1 war das nicht. Da, wo sie ihn noch gewogen hat. Achso, das ist eine Routineuntersuchung. Die müssen ja die Daten festlegen. Ja, aber das hatte ich bei Juna auch nicht. Das habe ich gemacht. Ich habe ein Video bekommen damals, wie das bei Juna gemacht wurde. Genau, das habe ich gefilmt und das hattest du auch nicht. Stimmt, und das. So konnte ich vom Bett aus, ich konnte natürlich noch nicht aufstehen, aber ich konnte vom Bett aus sehen, wie du das mit der Hebamme gemacht hast. Ja. Es wurden noch seine Fußabdrückchen genommen. Die Hebamme hat das noch richtig schön, ein Foto von uns gemacht und so eingeklebt und so. Es war einfach toll. Es war schön, muss man sagen. Und ich konnte direkt anlegen auch, was ich vergessen habe zu sagen. Ich konnte ihn direkt anlegen und er hat auch direkt gesaugt schon. Ja. Das hat er richtig toll gemacht. Er war richtig motiviert, total. Ja. Und es war einfach positiv. Deswegen sage ich relativ positiv, weil mit so einem kleinen negativen Touch, aber diese schönen Momente haben einfach überwogen, weil es einfach komplett anders und viel positiver war als die erste Geburt. So. Und dafür sind wir einfach unfassbar dankbar, dass wir in Deutschland einfach so ein Gesundheitssystem haben, welches auch seine Schwächen hat, außer Frage, das ist uns bewusst. Nichtsdestotrotz, crazy, einfach dankbar. Dankbar für die Menschen, die dort arbeiten, die tagtäglich alles geben, weil es sind auch nur Menschen, es sind keine Maschinen. Ja. Und das und ist ich schon, bin mir auch sicher, dass das medizinisch gesehen einfach die richtige Entscheidung war. Wir haben da auch, auch das Gefühl, dass es also... Es war die richtige Entscheidung. Ich habe das in Jody gesehen. Ihre Augen hat sich schon verdreht morgens. Wer weiß, am nächsten Tag hätte das einen Krampf verändert. Vielleicht hätte ich am nächsten Tag gekrampft. Eben. Ja, deswegen.
Wir sind zufrieden, wir sind glücklich, sind dankbar für alles, sind dankbar für euch, dass ihr dabei seid auf dieser Reise. Denn ich sag immer, die Geburt ist zwar was sehr Besonderes, aber die eigentliche Reise geht erst jetzt los. Ja, das stimmt. Also seid auf jeden Fall dabei, abonniert uns sehr gerne, schreibt gerne in die Kommentare, wie eure Geburt war. Und genau, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt, Johnny, Jody, Jonah und Baby Jay. Wir erfahren es bald. Wir küssen euch. Macht's gut.